Wir haben hier in Münster in der Promenade Denkmäler, die die Geschichte des preußisch-deutschen Militarismus, die Blutspur dieses Militarismus nachzeichnen. Die Blutspur des preußisch-deutschen Militarismus in der Promenade. Hier in der Promenade steht diese Geschichte einzigartig in Deutschland in über 10 kriegsverherrlichenden Denkmälern dargestellt. Kriegsverherrlichung ist der erste Schritt in ein Verbrechen. Damit hätte Thomas Siepelmeier nicht mehr gerechnet. Nach fast 40 Jahren ist die Gedenktafel wieder aufgetaucht, die er damals an der Promenade aufgestellt hatte. Mit Mitstreitern des Arbeitskreises Afrika wollte er an den Völkermord an afrikanischen Stämmen durch deutsche Truppen erinnern. Die stand also nur 5 oder 6 Stunden während der Aktion, die wir gemacht haben. Damals war die Gedenktafel nicht erwünscht, wurde von der Stadt entfernt. Nun ist sie zufällig bei Aufräumarbeiten wieder entdeckt worden. Und die Einschätzung als Völkermord ist mittlerweile offiziell. Dieser Satz hat sich dann im Laufe der 40 Jahre als Wahrheit und auch jetzt als anerkannte geschichtliche Wahrheit herausgestellt. Ne? Damals ist das eben von allen möglichen politischen Parteien, auch insbesondere hier in der Stadt von den Stadtratsfraktionen, praktisch geleugnet worden. Ne? Eine künstlerische Aktion haben wir schon öfter gehabt, die dann nachher die Auflage hatte, dass wir das, was dann nicht in Ordnung sei, wieder entfernen müssten. Das Denkmal mitzunehmen, fällt mir schwer. Also als künstlerische Aktion müsste das Denkmal entfernt werden. Das wäre, glaube ich, das Richtige. Überall auf der Welt werden im Augenblick solche Sklavenhalter-Denkmäler, solche kolonialen Denkmäler gestürzt, beseitigt, auf Friedhöfe, auf sogenannte Denkmalfriedhöfe gebracht. Viele Kommunen in Ländern wie den USA oder Australien oder England sind selbst schon dabei, Kräne zu besorgen, um die Dinger abzubauen und wegzuschaffen, weil man langsam einsieht, dass sowas überhaupt nicht mehr in diese Zeit hineingehört, dass das Gedenken an Schandtaten, an Völkermord absolut keine Basis mehr in unseren Gesellschaften haben sollte. Aber hier in Münster ist man immer noch sozusagen hinter dem Mond.
das antikolonialistische, antirassistische Friedensdenkmal an der Fassade von Kuba, Achtermannstraße 10, wurde vor kurzem vernichtet. Wofür stand dieses letzte Wandbild? Denn ursprünglich hatten wir zwei. Für eine Kultur von unten, gegen die Gewalt von Krieg, Kolonialismus, gegen die Zerstörung von Natur und von Lebensräumen. Für eine Kultur des Widerstands. Jetzt ist dies aus dem Stadtbild sozusagen ausradiert. Stattdessen ist die Stadt nicht bereit, sich vom Train-Denkmal zu verabschieden, wo der deutsche kriegerische Kolonialismus verherrlicht wird. Jeder Scheiß in Stein darf hier stehen und wir als jetzige und zukünftige Generation sollen das einfach akzeptieren, weil es Denkmalschutz ist jetzt. Thomas Siepelmeier will den deutlichen optischen Bruch. Wenn das Denkmal nicht ganz verschwindet, dann solle es zumindest nicht so heroisch wie jetzt stehen bleiben. Wir können uns auch vorstellen, einen Denkmalfriedhof für die ganzen Denkmäler, die zum Beispiel hier auf der Promenade alle 200, 300 Meter sind oder auch im Stadtgarten und so weiter. Da können wir uns einen Denkmalfriedhof vorstellen mit entsprechender Erläuterung und pädagogischer Begleitung für Schulen, Universitäten und alles, das ist natürlich klar. Aber bisher gibt es im Münsterschen Stadtrat keine Mehrheit für einen Denkmalfriedhof. Toter Soldat, deine Feldpost im Regen, der wie Feuer fällt. Toter Soldat, und daneben der Segen, der kein Wort mehr hält.